Hallo und herzlich willkommen bei unserem YouTube-Kanal Auswanderer Türkei. Hier seht ihr immer aktuelle Videos rund um Side, Kumkuy oder Efrenseki. Seit circa 2,5 Jahren machen wir jetzt für euch Videos hier aus Side. Danke fürs Ansehen, Liken und besonders für das Kommentieren. In dieser Zeit sind sehr viele Fragen im Kommentarbereich von euch gestellt worden. So gut wir konnten, haben wir diese beantwortet. Im heutigen Video wollen wir mal eine Zusammenfassung der meistgestellten Fragen vornehmen. Beginnen wollen wir mit dem aktuellsten Thema, dem Erdbeben hier in der Türkei. Heike, welche Fragen wurden dazu gestellt? Ja, die Frage, die häufig gestellt wurde, ist, ob wir von den Erdbeben etwas gespürt haben. Ja, kleine Erschütterungen haben wir durchaus wahrgenommen. Diese Erschütterungen waren aber nicht so schlimm, dass man hier hätte Angst bekommen müssen. Eine weitere Frage war, wie die momentane Situation hier in Side ist. Direkt nach dem Erdbeben war hier in Side die Stimmung schon bedrückend. In allen Geschäften und Restaurants liefen die Fernsehgeräte mit den neuesten Schreckensmeldungen. Die Stimmung war sehr niedergeschlagen. 2 Tage nach dem schrecklichen Erdbeben nahm auf einmal hier in Side der Verkehr zu. Die ersten Erdbebenopfer haben Side erreicht. Diese Opfer werden hier in Side in den Hotels untergebracht. Wie lange die Erdbebenopfer hier in Side bleiben werden, das wissen wir auch noch nicht. Hier in Side sind an den unterschiedlichsten Orten Sammelstellen eingerichtet worden. Von dem Erdbeben hier in der Türkei waren insgesamt 23 Millionen Menschen betroffen. Das ist ein unüberschaubares Ausmaß. Nach wie vor wird hier in der Türkei jede Hilfe gebraucht. Ob direkt vor Ort oder Spenden in jeglicher Form. Hier in Side merkt man schon, dass für den Februar relativ viele Menschen unterwegs sind. Aber wer jetzt Tourist ist oder Erdbebenopfer, das kann man nicht unterscheiden. In der jetzigen Situation würde es der Türkei sehr schaden, wenn Deutsche wegen dem Erdbeben ihren Urlaub stornieren. Auch, dass der Tourismus hier einfach weitergeht, hilft der Türkei. Als nächstes Thema war, ob wir hilfreich bei der Wohnungssuche sein können. Ja, diese Frage erreicht uns wirklich häufig. Dazu muss man sagen, wir wohnen in der 3. Etage und meine Frau sitzt im Rollstuhl. Wir selbst sind auf der Suche nach einer Wohnung, die besser für uns geeignet ist und vor allem auch bezahlbar ist. Die Preise für Mieten oder Immobilien sind hier in Side explosionsartig angestiegen.
Natürlich könnten wir euch Adressen von Immobilienmaklern geben, aber dort müsst ihr mit Mieten ähnlich wie in Deutschland rechnen. Gerade am Anfang wurden wir häufig gefragt, warum wir uns ausgerechnet Siede ausgesucht haben. 2013 waren wir das erste Mal hier in Siede in Urlaub gewesen. Uns hat es bereits da schon immer sehr gut gefallen hier und waren deshalb jedes Jahr bis 2019 manchmal 2-3 Mal im Urlaub. Ende 2019 haben wir uns dann entschieden, für immer nach Siede zu gehen. Unsere Entscheidung haben wir bis jetzt nicht einmal bereut. Frau Schön und Gut hat in den Kommentaren gefragt: Hallo, stimmt es, dass man nicht mehr auswandern kann nach Siede? Ja, momentan ist es alles ein bisschen sehr, sehr schwierig geworden. Von Alanya haben wir gehört, dass es wohl so gut wie nicht mehr möglich ist. Aber hier in Siede, kann man schon noch. Aber wie lange, das weiß keiner, weil ein E-Kamet bzw. eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, ist momentan sehr, sehr schwer und mit sehr großen Auflagen festgelegt. Also es ist wirklich richtig schwierig geworden. Aber ich würde mal sagen, komplett unmöglich ist es nicht. Man sollte es vielleicht auch versuchen. In den Kommentaren fragt Reinhard, ja, wie sind ca. die monatlichen Kosten für Miete, schlichte Wohnung, Nebenkosten und Leben, gelegentlich Essen gehen, ohne Auto und so weiter als Rentnerpärchen? Das ist eine gute Frage. Zu diesem Thema könnte man gleich mehrere Videos machen. Aber ich versuche kurz zu antworten. Wir bezahlen im Monat 208 Euro Miete. Darin sind alle Nebenkosten außer Strom, Wasser und Internet enthalten. Unsere letzte Stromrechnung war, obwohl wir elektrisch geheizt haben, 36 Euro. Wasser 2,50 Euro und fürs Internet bezahlen wir im Monat 12 Euro. Wie viel Ausgaben jeder täglich hier in der Türkei hat, das liegt natürlich an jedem selbst. Auf alle Fälle kann man hier in der Türkei relativ günstig essen gehen. Beim Einkaufen kann man Obst und Gemüse relativ günstig kaufen. Dagegen Fleisch kostet ungefähr so viel wie in Deutschland.
Eine gute und sehr häufige Frage ist, wo man uns treffen kann. Natürlich ist es möglich, uns hier in Siedel zu treffen. In der Vergangenheit haben wir auch schon den einen oder anderen Abonnenten und Zuseher hier in Siedel getroffen. Wenn ihr uns trefft, dann sprecht uns doch einfach an. Bei Strandwetter sind wir eigentlich immer an unserem Strand am Sunflower zu finden. Oder schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr hier in Siede seid. Aber bitte denkt daran, dass Heike im Rollstuhl sitzt. Deshalb sollte der Treffpunkt möglichst in unserer Nähe sein. Zweieinhalb Jahre seid ihr jetzt in der Türkei. Was vermisst ihr in Deutschland am meisten? Am allermeisten vermissen wir natürlich unsere Kinder. Außerdem habe ich Probleme mit dem Essen hier. Also ich vermisse am meisten eigentlich Wurst. Ja, weil das, ja, wie gesagt, ich habe so ein bisschen meine Probleme mit dem Essen hier. Ja, es sind schon einige Dinge, die man hier vermissen muss. Besonders zur Weihnachtszeit. Da vermisst man den Weihnachtsmarkt, das weihnachtliche Ambiente, den Glühwein, den Stollen und die Lebkuchen. Die Sehnsucht nach einer Leberwurstschnitte oder nach ein paar Bratwürsten ist groß. Ja, des Weiteren vermisse ich natürlich auch meine Freunde oder gerade jetzt, wo die Kinder alle Geburtstag haben oder ja, so ein bisschen so das Soziale halt. Aber dadurch, weil ich doch öfters nach Deutschland fliege, ist es immer noch so einigermaßen im Rahmen. Ursprünglich sollte dieser Kanal dazu dienen, unsere Familie und Freunde auf dem Laufenden zu halten, wie es uns hier in der Türkei geht. Dass der Kanal so schnell gewachsen ist, das verdanken wir natürlich euch. So, die letzten Worte gehen an Heike. Ich möchte mich hiermit nochmal bei allen Abonnenten und Zuschauern recht herzlich bedanken, dass ihr uns so lieb verfolgt und seid uns oft hilfreich gewesen, auch in unseren schweren Zeiten. Und dafür bin ich bei euch sehr dankbar. Ja, und hiermit möchte ich noch meine Kinder grüßen und sagen, wie sehr, sehr, sehr ich sie vermisse und auch meine Freunde, vor allem Andrea und Sabine. Thank you.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht doch unbedingt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Vielleicht sehen wir uns ja mal in Siede. Ciao, sagen eure Auswanderer aus Siede.